Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video in Kooperation mit zwei anderen YouTuberinnen, und zwar mit Rebeccas Blog und Sarah von Me4U. Möchten wir euch heute ein paar Möglichkeiten zeigen, wie ihr eure Kinder drinnen beschäftigen könnt. Von mir gibt es zwei DIY-Ideen und außerdem zeige ich euch unsere Bastelsets, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß mit meinem Video. Unglaublich tolle Hintergrundgeräusche gerade, aber das ist Svea. Ich glaube, das stört euch jetzt nicht so besonders. Und zwar, wir haben ja im Garten einen großen Sandkasten. Und wenn schönes Wetter ist, spielen die Kinder da wirklich fast täglich drin. Also Vince und die Nachbarsmädels, die spielen da wirklich gern damit. Die machen Sandburgen und mit den Förmchen. Und mit der Schubkarre wird der Sand überall hingefahren. Ich habe mehr Sand im Garten liegen als im Sandkasten, das ist völlig egal. Und natürlich möchte man da irgendwie so eine Alternative für drin haben. Und das kennt, glaube ich, jeder. Das ist dieser Magic Sand. Den habe ich mal, also diese 1-Kilo-Box habe ich mal beim Rossmann gekauft. Da ist zwei verschiedenfarbiger Sand drin und so ein paar Förmchen. Und ich fand das ganz praktisch, weil das halt in dieser Box ist. Da kann man das auch super mitnehmen. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr mit so einem Sand drinnen spielt, ist, das am besten auf einem Tablett zu machen, das ist übrigens schwer, das auf einem Tablett zu machen oder in einem Karton, weil natürlich lässt sich das gut wieder zusammenräumen, dieser Sand. Ist wirklich super geeignet, aber wenn der so überall auf dem Wohnzimmerfußboden rumliegt, ist auch immer doof. Deswegen lasse ich Vince da immer auf so einem Tablett wirklich damit spielen, quasi wie so ein kleiner Sandkasten. Und dann kann ich das viel, viel besser zusammenräumen. Man kann diesen Magic Sand wohl auch selber machen. Ich habe es noch nie gemacht, aber es gibt dazu einige Videos auf YouTube. Müsst ihr mal schauen. Also ihr müsst ihn nicht zwingend kaufen, aber das war damals bei Rossmann im Angebot und ich wollte das halt gerne, wie gesagt, für die Jahreszeit, wenn er halt nicht draußen im Sandkasten spielen kann. Was natürlich auch immer schön ist, was wir auch viel da haben, ist Knete. Vince knetet halt auch sehr, sehr gerne. Aber das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Schweinerei. Also ich finde das eine wesentlich schönere Lösung, was so die Hände und die Klamotten betrifft. Aber wie gesagt, kneten ist auch immer ganz, ganz toll, wenn ihr halt auch so ein bisschen so eine Alternative zum Sandkasten sucht. Für meine DIY-Idee, ihr hört immer noch Sveas Klavier im Hintergrund, brauchen wir einen Karton, einen möglichst flachen Karton. Ich habe diesen hier, der macht sich ganz gut. Hier die Wände, die werde ich noch ein bisschen einkürzen, aber auch nicht komplett wegmachen. Toll ist auch, wenn ihr einen großen Kartondeckel zum Beispiel habt. Und umso größer der Karton, umso besser natürlich. Da baue ich Vince jetzt nämlich so ein kleines Dorf rein, wo er mit seinen Autos rumfahren kann und spielen kann. Ich muss mal gucken, mein Plan ist eigentlich auch noch so eine kleine Rampe zu bauen, weil er das ganz gerne macht, seine Autos so runterfahren zu lassen. Mal gucken, ob ich das auch noch auf die Reihe kriege. Das werdet ihr ja sehen, wenn ich euch das fertige Ergebnis zeige. Ich habe für Vince ja aus Karton auch schon mal Garagen selber gebaut, weil er tausende von diesen Matchbox-Autos hat und die immer überall rumgeflogen sind. Das Video würde ich euch jetzt oben in den Infokarten nochmal verlinken. Das könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen. Denkt immer dran, das Ganze muss nicht perfekt sein. Das ist den Kindern nämlich völlig egal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, mit was ich male. Ob mit Faserstiften oder mit Wachsmalstiften. Ich könnte es mir auch gut mit Wachsmalstiften vorstellen. Muss ich gleich mal ausprobieren, was auf dem Karton einfach besser ist. Dann habe ich hier noch so ein bisschen was zum Kleben. Und diese alte Verpackung, und ich denke, daraus werde ich die Schanze machen, kann man das so nennen. Weil dann kann er sich überlegen, ob er die Autos da, ob er die Autos halt da durchfahren lässt. Also ich werde das an beiden Seiten aufmachen. Oder ob er sie da drauf runterfahren lässt. Ja, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen rumprobieren. So einen genauen Plan habe ich noch nicht. Und hier das Ganze halt ein bisschen anmalen. So, ich bin fertig. Und zwar habe ich mich übrigens für Wachsmalstifte entschieden. Ich habe jetzt hier quasi die Rampe ganz einfach mit Klebeband angeklebt. Hier unten ist dann noch so ein Auslauf. Also da kann man sie jetzt entweder hier wirklich durchschießen oder hier oben lang. Dann fliegen die halt noch ein Stück. Dann habe ich hier so eine kleine Straße gemalt, die um einen Teich herumführt, in dem ein Krokodil wohnt. Hier auf der Wiese grast ein Pferdchen. Dann haben wir hier ein kleines Dach. Da ist der Parkplatz für sein Flugzeug und für seinen Hubschrauber von Feuerwehrmann Sam. Und darunter ist ein überdachter Parkplatz, wo auch schon eins seiner Autos parkt.
Und so sieht es aus. Das ging jetzt auch wirklich sehr, sehr schnell. Und umso größer der Karton ist, umso mehr könnt ihr natürlich machen. Da kann man noch Bahnschienen dann zum Beispiel irgendwo hinmalen. Da kann dann auch noch die Eisenbahn fahren. Oder man kann einfach die Straßen noch ein bisschen länger machen. Vielleicht dann auch so eine richtige kleine Stadt mit Häusern malen. Ich habe jetzt erstmal hier so diese kleinere Variante. Mal sehen, wie ihr es findet. Ich fand es gut, dass mir die Idee mit dem Dach noch kam, dass wir auch einen Parkplatz für das Flugzeug und den Hubschrauber haben. Und so sieht das Ganze aus. Ist schnell gemacht und die Kinder sind wieder mal eine Weile drin beschäftigt. Wir brauchen noch mehr Autos. Dann musst du mal die anderen Autos holen. Ich dachte, wir machen noch ein kleines, schnelles Musikinstrument. Ihr braucht dazu einfach 2 Pappstreifen, 4 Bierdeckel. Die könnt ihr auch noch anmalen, aber ich fand die jetzt gar nicht so hässlich. Und natürlich Kleber. Und die Papierstreifen, die werden wir jetzt einmal in der Hälfte genau falten und dann einfach so gegenübergesetzt die Bierdeckel aufkleben. Ich habe das Ganze jetzt einfach mit Gläsern beschwert, damit die Bierdeckel jetzt richtig an der Pappe haften können. Und nach ein paar Minuten nehme ich das dann einfach runter und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Ja, cool. Ich möchte euch auch noch ein paar von unseren Bastelsets vorstellen. Das ist quasi DIY angeleitet und mit extrem guten Vorlagen, aber warum nicht? Und zwar habe ich, das ist gar nicht so lange her, letzte Woche glaube ich, bei Aldi dieses Parkhaus hier gekauft. Es gab noch viele verschiedene andere Sachen. Es gab noch, glaube ich, ein Piratenschiff auf jeden Fall. Da hätte ich nämlich gedacht, dass Vince sich eigentlich für das Piratenschiff entscheidet, aber er hat sich für das Parkhaus entschieden. Ist eigentlich ab 5, aber ich denke, mit Anleitung schafft Vince das auch schon sehr gut alleine. Und man hat hier aus Spezialkarton einfach die Teile, die sind zum Teil auch farbig bedruckt, wie man das hier sieht. Kann man aber auch selber noch bemalen und steckt das dann einfach so zusammen. Da ist dann eine genaue Anleitung mit drin. Und das finde ich ist einfach ein schönes Wochenendprojekt zum Beispiel. Und danach kann er halt dann wunderbar mit diesem Parkhaus spielen. Außerdem habe ich von Egmont Toys noch dieses Boot zum Zusammenbauen. Also da sind auch die Einzelteile drin. Das ist sogar teilweise aus Holz. Und das kann man auch bemalen, denke ich mal. Und dann halt damit spielen. Kann man dann natürlich drin einfach in der Badewanne oder man macht eine Schüssel mit Wasser zurecht. Und hier seht ihr die Teile, die hier drin sind. Genau, sind Farben drin, sind Aufkleber drin. Ist auch ab 4, aber ich denke, Vince mit seinen 3 Jahren schafft es auch sehr gut, wenn man ihm dabei hilft. Ich versuche das im Internet zu finden und euch, wie alle anderen Sachen auch, unten in der Infobox zu verlinken. Und zum Schluss habe ich noch 3 Sets von SES Creative. Ich liebe die Marke sehr und kann die euch echt nur ans Herz legen. Da haben wir zum einen hier dieses Prickelset, das ist auch schon gut genutzt. Das nehme ich gerne auch mal unterwegs mit, weil es so schön klein ist und Vince es wirklich sehr, sehr gern macht. Wer das nicht kennt, das hier ist so eine Filzmatte und man hat so eine Prickelnadel und kann damit einfach auf dem Papier das Vorgestochene ausprickeln. Er macht das sehr gerne, er hat zum Beispiel diese Rakete schon gemacht und dann nachher auch mit dieser Rakete sehr schön gespielt. Dann habe ich hier noch was, da kann man so ein bisschen kleben lernen. Also man hat diese bunten Klebebänder und kann die hier auf diese Bilder kleben. Und hier habe ich noch was, wo man das Ausschneiden üben kann. Da habe ich auch eine entsprechende Kinderschere von SES Creative. Und da kann man hier einfach die Formen ausschneiden und das so ein bisschen üben. Das sind hier die bunten Vorlagen. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, wenn das Wetter halt draußen nicht so doll ist. Ich hoffe, euch hat mein Video und meine Ideen gefallen. Alle Links findet ihr unten in der Infobox. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr auch bei den anderen beiden Videos vorbeischaut. Die Links zu den Kanälen findet ihr unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!